Star Citizen Hintergrund. Mehr Informationen zur Technik, zur Community und der Entwicklung von Star Citizen. Heute übersetze ich euch das Star Citizen Live, wo es um Alpha 3.17 geht. Hier gibt es viele interessante Informationen. Unter anderem gibt uns Todd Pepe einen Blick hinter die Kulissen, die Schwierigkeiten der Diskussionen der Teams untereinander und auch, was es eigentlich bedeutet, dieser Wechsel des Modus Operandi von Star Citizen hinüber zu Squadron 42. Sehr, sehr interessant und das wird ein längeres Video, also nehmt euch prophylaktisch schon mal ein Heißgetränk eurer Wahl zur Hand. Ja, und im Anschluss gibt es noch das Inside Star Citizen, jede Menge Stoff also zum Anhören und Genießen und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Todd Pepe ist zu Gast bei Jared Huckabee und Todd Pepe ist Star Citizen Live Game Director. Im Grunde bedeutet das, dass er mit Tony Zurovec und Chris Roberts zusammenarbeitet, am Persistent Universe, am persistenten Universum arbeitet, verschiedene Gameplay-Inhalte entwickelt und sicherstellt, dass alles, was in das Spiel einfließt, sich gut anfühlt und gut aussieht. Übrigens, wer Tony Zurovec ist, der hier häufiger erwähnt wird als der Kollege auf Augenhöhe von Todd Pepe, das habe ich einmal in einem Video ausführlich beleuchtet und wen das interessiert, wer das noch nicht gesehen hat, klickt gerne auf den Link hier rechts oben eingeblendet. Los geht's mit der Fragensektion und Frage 1. Wie wird die Taste ATC anrufen funktionieren? ATC ist Air Traffic Control, also der Tower unseres Flughafens, die Landefunktion, mit der wir ein Landepad anfordern können, eine Landegenehmigung. Und der User fragt, wie wird das funktionieren mit der Taste ATC anrufen, wenn sich mehrere ATCs in Reichweite befinden, zum Beispiel New Babbage International Spaceport, die Einfahrt für Bodenfahrzeuge, Platin Bay in the Commons. Wird das nächstgelegene ATC angewählt oder werden alle zwei oder drei gleichzeitig angewählt? Wie funktioniert das? Im Moment antwortet Todd Pepe, wird das nächstgelegene ATC systemisch angewählt. In Zukunft wird es vielleicht die Möglichkeit geben, aus mehreren ATCs auszuwählen. Bis dahin aber wird einfach das nächstgelegene angefunkt. Wird es eine Anpassung der Treibstoffmenge für Schiffe in 3.17 geben, um das Tanken notwendig zu machen und so mehr Planung zu erzwingen? Oder werden aktuelle Werte für die Treibstoffaufnahme zu Testzwecken beim Status quo belassen, damit es, ähnlich wie beim Medical Gameplay, nützlich, aber nicht obligatorisch ist? Treibstoffmenge und Treibstoffverbrauch werden angepasst. Der Sweet Spot, nach dem CIG suchen wird, lautet: Wie oft muss man tatsächlich auftanken? CIG möchte nicht, dass man alle 15 oder alle 20 Minuten auftanken muss. Es sollte schon länger dauern. Es ist nicht etwas, das man jede Stunde durchexerzieren oder an das man ständig denken muss. Todds Sweet Spot liegt im Grunde zwischen 1,5 und 2 Stunden, in denen man über das Tanken nachdenken muss. Das gilt nur für das reine Fliegen und hängt weiterhin natürlich davon ab, welches Schiff man benutzt, wie man es fliegt und so weiter. Und wenn wir über Quantum Fuel sprechen, dann hängt es auch davon ab, wie weit man springt, wohin man springt und so weiter. Also, CIG führt ein Rebalancing durch. Aber noch einmal, das wird der erste Versuch sein, ein erster Schritt. Und von hier ausgehend wird CIG nach und nach Optimierungen vornehmen. Diese Optimierungen können allgemeiner Natur sein und alle Schiffe betreffen oder es kann nur bestimmte Schiffe betreffen. Lange Rede, kurzer Sinn. CIG führt jetzt erste Durchgänge durch, nimmt anschließend Anpassungen vor und von da an, sobald es live geht, wird CIG weitere Balancing-Maßnahmen in zukünftigen Patches vornehmen. Wenn CIG also irgendwelche Ausreißer registriert, die korrigiert werden müssen, dann werden sie sich darum kümmern. Die Hull A geht mit Alpha 3.17 online. Da die Hull A im ausgefahrenen Modus sein muss, um Fracht zu transportieren, stellt sich die Frage,
Wurde das Problem behoben, dass Schiffe ihre Transformation zurücksetzen, wenn man sich aus dem Schiffsbett aus- und wieder einloggt? Oder wird nach dem Einloggen es dann so sein, dass die Fracht am Schiff gelöscht wurde, weil das Schiff im eingefahrenen Zustand gespawnt wird? Ab heute, dem 17. März, also dem Tag des Videos, gab es eine Codeänderung, die in den Patch einfließt. Grundsätzlich, wenn CRG diesen Patch ausliefert, Alpha 3.17, sollte alles passen und dieser Fehler nicht mehr auftreten. Ich verstehe das also so, wenn man Fracht an der Hull A hat und sie ausgefahren ist, man sich ausloggt und anschließend wieder einloggt, dann ist sie immer noch ausgefahren und immer noch die Fracht am Schiff. Werden wir die Transformation, also das Aus- und Einfahren der Hull A, separat mit einer Taste auslösen können oder ist sie mit dem Ein- und Ausfahren des Fahrwerks verbunden? Dazu hat Todd keine de facto Antwort, aber er geht davon aus, dass es genau wie bei den VTOL-Triebwerken, also bei den Senkrecht-, Start- und Landetriebwerken, eine spezifische Tastenzuordnung geben wird. Können Rüstungen und Waffen aus dem Pledge Store verkauft werden oder stehen sie auf einer sozusagen schwarzen Liste, um zu verhindern, dass Leute den Character Reset missbrauchen, um ständig Rüstungen und Waffen weiterzuverkaufen? Alles, was über die Web-Plattform bezogen wurde, kann nicht verkauft werden. Wenn etwas tatsächlich verkauft werden kann, dann ist das ein Fehler, den CRG beheben muss. Aber zuletzt hat die erzielte Systematik funktioniert. Demnach sollte alles, was über die Web-Plattform gekauft oder bezogen worden ist, nicht verkauft werden können in-game. Wird es einen Inventar-Wipe geben, da jetzt die betreffende Verkaufsfunktion mit Alpha 3.17 kommt und Loot aktualisiert wird? Im Moment plant CRG das nicht, oder zumindest gab es noch keine Gespräche dazu. Auch hier gilt, dass CRG jetzt, wo die Persistenz implementiert ist und funktioniert, weniger Wipes, also weniger Datenbank-Resets durchführen möchte. Von dort ausgehend versuchen sie einfach, die Spieldatenbanken sozusagen am Leben zu lassen und zu beobachten, wie sich das Spielerverhalten auf die Ingame-Wirtschaft auswirkt. Aber natürlich, wenn es irgendwelche Ausreißer gibt oder CRG irgendwelche Exploits oder irgendwas in dieser Art sieht, dann werden sie reingehen und das beheben. Notfalls eben durch eine Rücksetzung der Datenbanken, also einen sogenannten Wipe. Gibt es nur eine Art von Hydrogen Fuel, also Wasserstoff, Tankstoff, Treibstoff, und eine Art von Quantum Travel Fuel für Alpha 3.17? Ja, im Moment ist das so. CRG wird sich später mit den Kraftstoffsorten beschäftigen. Das hängt dann aber mehr damit zusammen, wenn CRG anfängt, das Gameplay zu verfeinern, dass Spieler in der Lage sein werden, eigene Treibstoffarten zu mischen. Das sollte aber nun nicht überbewertet werden. Im Grunde reden wir nur darüber, dass kleine Anpassungen durch Spieler vorgenommen werden können. Beispielsweise haben wir eine Treibstoffsorte von 98 Oktan im Vergleich zu 95 Oktan. Man kann 95 Oktan zu 98 geben, was dann aber bedeutet, dass man dieses billigere Benzin beifügt, das die Leistung abnimmt und der Verschleiß zunimmt. Für solche angedachten Gameplay-Elemente liegen dann Zahlen und Faktoren vor, die CRG zur Anpassung benötigt, und sobald CRG die Haken für die verschiedenen Treibstoffarten gesetzt hat, können sie damit beginnen, diese zu verändern und anzupassen. Seit der Einführung des Minings haben wir gesehen, wie sich das Mining mit zusätzlichen Iterationen, mehr Features, mehr Nebenfunktionen, die akzentuiert wirken und so, ja, das Gameplay-Element immer weiterentwickeln, immer mehr Tiefe geben, dass dieses Feature also immer weiterentwickelt wurde über die letzten Jahre. Können wir beim Refueling, beim Betanken, eine ähnliche Entwicklung dieser Gameplay-Detailtiefe erwarten? Nicht auf kurze Sicht. Kurzfristig arbeitet das Team an der Fertigstellung des Ressourcenmanagement, was wirklich das Power-Gameplay ist, das CRG braucht, um das Engineering-Gameplay in die Schiffe zu bekommen, also das Energie-Verteilungs-Gameplay, so verstehe ich das hier, um sicherzustellen, dass die Umgebungen und die Schiffe sich lebendig anfühlen und auf verschiedene Arten zerstört werden können, sodass eben nicht ein Durchschuss, ein Beschuss immer damit endet, dass das Schiff instant in die Luft fliegt.
Und dann arbeitet das Team aktuell auch an der Lebenserhaltung und am Salvaging, dem Bergen von Schiffen. Das sind die Hauptschwerpunkte. Beim Betanken ging es eigentlich nur darum, Star Citizen für Pyro vorzubereiten. Wie bei Pyro wird CRG nicht die gleiche Art von Infrastruktur haben, mit der CRG das Sonnensystem aufbaut, weil in Pyro eher Outlaws vorherrschen und die Orte dort verlassen oder zumindest heruntergekommen sind. CRG bereitet also dieses Sonnensystem so darauf vor, dass man, wenn man in Pyro Treibstoff braucht, zumindest einen Ort finden kann, wo man Treibstoff kaufen kann. Oder es gibt Spieler, aktuell mit einer Starfarer, die dann kommen und einem Liegenbleiber aushelfen können. Wobei, offensichtlich gibt es eben noch andere Spielabläufe, die dort passieren können, was bedeutet, dass einige andere Leute auftauchen, die ruchlose Absichten haben und so einen Betankungsvorgang dann auch entsprechend stören können. Aber von diesem Standpunkt aus gesehen wird CRG diese Iteration des Betankungs-Gameplays erst einmal herausbringen und sich dann aber anderen Gameplay-Elementen zuwenden. Arbeitet CRG aktiv an einem Balance Pass für alle Schiffe in Bezug auf Quantum Travel, Reiseentfernungen, Treibstoffkapazitäten, Treibstoffsammler und all diese tollen Dinge? In dieser Frage wird der Fuel Scoop erwähnt. Der Fuel Scoop ist quasi der Teil des Schiffes, der Treibstoff aufsammelt, sodass wir nur sehr selten tanken brauchen. Und hierzu antwortet Todd Peppy, ja, viele der Schiffe, die keine Fuel Scoops haben sollten, also die Möglichkeit, Treibstoff zu sammeln, hatten das bislang dennoch. Schlicht, weil Spieler keine oder nur eingeschränkte Möglichkeiten hatten, die Schiffe ständig aufzutanken oder sie mitten im Nirgendwo aufzutanken. Jetzt werden diese nicht vorgesehenen Fuel Scoops abgeschafft. Und das wird natürlich beim Rebalancing insgesamt berücksichtigt. Sobald die Evocati testen können, sollte CRG in der Lage sein, die notwendigen Daten zu sehen und zu bewerten. Und sobald das PTU die erste bis vierte Welle durchläuft, sollte CRG in der Lage sein, auch die Auswirkungen zu sehen und somit weitere Balancing-Maßnahmen vorzunehmen. Werden die Schiffe, die in früheren Patches herauskamen, im Spiel käuflich zu erwerben sein? Es gab immer Schiffe, die in einem Patch hinzugefügt wurden und im nächsten Patch in den Ingame-Shops erhältlich waren. Aber derzeit hat CRG eine Reihe von Schiffen aus dem Patch 3.15, die nicht im Spiel gekauft werden können. Im Grunde wurde der Cyclone und oder der Cyclone MT und die P-72 Archimedes hinzugefügt und werden in 3.17 enthalten sein. Das Hoverquad und die Cutlass Steel werden spätestens für 3.18 Ingame käuflich zu erwerben sein. Was würdest du als die drei wichtigsten Meilensteine oder Errungenschaften von Alpha 3.17 bezeichnen? Nun, zumindest für Todd Peppy, verkaufen. Jetzt können Spieler losziehen, Missionen erleben, Dinge finden, Loot sammeln und dieses nun auch endlich verkaufen. Dann ist Tanken eine große Sache für Todd. Er sieht das zwar eher als eine Nebenkarriere, aber es ist trotz allem eine Karriere und somit eine Möglichkeit, im Spiel Geld zu verdienen. Dann gibt es einige technische Neuerungen der Planung und Automatisierung von dynamischen Ereignissen. Früher musste CRG das immer von Hand auslösen, aber jetzt haben sie durch Arbeiten am Backend die Möglichkeit geschaffen, diese zu automatisieren. Das ist natürlich nicht wirklich für den Spieler sichtbar, aber zumindest vom visuellen Standpunkt aus gibt es schon einige Neuerungen, einige Highlights und nicht zuletzt fühlen sich Planeten zukünftig auch lebendiger an, zum Beispiel durch Flüsse. Wird CRG mit der Einführung des Tankens in 3.17 irgendwelche NPC-Missionen einfügen, die diese Art von Gameplay beinhalten? Nicht für diese Version. Man sollte bedenken, dass CRG just in diesem Moment zum aktuellen Zeitpunkt noch dabei ist, dieses Feature zu entwickeln, es im Grunde genommen gerade fertigzustellen. Sie geben ihm den letzten Schliff und da der Schwerpunkt der KI auf Squadron 42 liegt, ist das eines der Dinge, bei denen sich alle mehr auf Squadron 42 konzentrieren und für Squadron 42 brauchen sie eine Menge verschiedener Dinge, wie zum Beispiel das planetare Navmesh, das allgemeine KI-Verhalten, aber auch KI, die einfliegt, auf Planeten landet, Verstärkung absetzt, all diese Arten von Dinge. Features, die ein wenig mehr auf Kampf ausgerichtet sind und nicht auf Betankung.
Das ist der Bereich, in den ein Großteil der Energie und der Ressourcen einfließt. Insofern bleiben keine personellen Optionen, das Betankungs-Gameplay weiter auszuarbeiten, wie es die letzten Jahre beim Mining passiert ist. Hat CIG, respektive Todd Pepe, eine große Auswirkung der Verlagerung des Kernspiels auf Squadron 42 bemerkt? Wie hat sich das aus seiner Sicht auf den Zeitplan und die Release-Frequenz der Spielinhalte ausgewirkt? Die Auswirkung ist ein kleines bisschen zu bemerken, fängt er ein bisschen mit Understatement an zu erklären, aber er geht dann noch ins Detail. Im Moment ist CIG mitten in der Anpassung, also sprechen Rich, Tyra und Todd Pepe ständig darüber. Und jede Art von Feature, auf das die Kernteams hinarbeiten, wird durchgespielt und sie arbeiten heraus, wie alles mit Squadron 42 funktioniert. Und dann, wenn CIG ein Feature braucht, um es ins PU zu bringen, dann wird es aus dem Squadron 42-Pool genommen, angepasst und in Star Citizen implementiert. Während sie Squadron 42 entwickeln, tröpfeln sozusagen Elemente dort heraus, die für Star Citizen benötigt werden, die dann angepasst werden, bis sie gut aussehen und funktionieren. Die Herausforderung bei Star Citizen ist ständig, dass sie den Zug bauen, während dieser fährt, und vorneweg noch die Schienen gelegt werden müssen, während dieser Fahrt. Die Veröffentlichung eines neuen Bauteils hängt davon ab, zu welchem Zeitpunkt eines Quartals es aus der Squadron 42-Entwicklung zu den PU-Star Citizen-Entwicklern gelangt und wie viel Arbeit daran noch zu leisten ist. Aber klar ist auch, dass insofern nicht alle Entwickler an Squadron 42 arbeiten. CIG hat ein sehr großes Content-Team, das auf der PU-Seite arbeitet, sowohl in Europa als auch in Kanada, in Montreal. Und dann hat CIG auch drei verschiedene Feature-Teams, die sowohl in der EU als auch in den USA an PU-spezifischen Features arbeiten. Es ist also nicht so, dass die Arbeit am PU eingestellt wurde, um an Squadron 42 zu arbeiten. Es passieren immer noch Dinge für das PU. Es ist nur so, dass einige dieser zentralen Dinge, die zuerst für Squadron 42 benötigt werden, zuerst dort entwickelt werden und anschließend an die PU-Teams gehen. Es ist einfach eine Umstellung dessen, was schon immer passiert ist. Früher funktionierte es für das PU und wurde dann für Squadron 42 angepasst. Jetzt passiert dieser Prozess exakt andersherum. CIG hat einfach den Wasserfall kopfüber gedreht, erklären sie. Und das ist keine schlechte Sache, um das Spiel, beide Spiele, tatsächlich herauszubringen. Todd meint, dass die Teams und auch er selbst eher nun eine Außensicht haben auf die Dinge. Und durch diese Umkehr haben sie sogar große Fortschritte erzielen können. Es ist im Grunde wie mit dem Allradantrieb im Vergleich zum Zweiradantrieb, wenn man im Schlamm feststeckt, sodass man sofort spürt, alles klar, los. Alle konzentrieren sich darauf und alle geben gleichzeitig Gas. Es geht langsamer, aber dafür sicher und solide voran. Die einzelnen Liefergegenstände sind dann, wenn sie von den Squadron 42-Teams kommen, schon fertig erstellt, anstatt lediglich halb gar. Todd ist der Meinung, dass es eine großartige Sache für das Team und auch für das Unternehmen ist, Squadron 42 voranzutreiben und endlich herauszubringen. Und schließlich wird es auch eine gute Sache für das PU sein, wenn CIG diese Übergangsphase, die sie im Moment durchleben, hinter sich gebracht hat. Allerdings, das möchte Todd nicht in Abrede stellen, gibt es auch eine Menge, was für Squadron 42 entwickelt wird, was für das PU nicht benötigt wird. Und vice versa, andersherum. Todd denkt zum Beispiel, dass er Karrieren für das PU braucht und dass sein Team diese Dinge vorantreiben muss, während Rich Tyra für Squadron 42 sagt, nee, ich brauche was anderes, viel Wichtigeres für Squadron 42. Und diese Art von Kämpfen, die finden immer hinter den Kulissen statt. Und dann kommt noch Chris Roberts und sagt, nee, ihr liegt beide falsch. Ich denke nämlich, das hat Priorität. Und so kommt es, während bis dato die Arbeiten eher PU-orientiert waren, dass es immer häufiger heißt, nein, das ist Squadron 42, Todd, das darfst du nicht haben. Oder Tony, du darfst das nicht haben. Es erfordert also alles ein bisschen mehr Geduld. Und das ist nicht der Grund, warum Todd das Salty Creature Shirt trägt. Todd möchte darüber hinaus auch noch klarstellen, bevor seine Aussagen hier aus dem Zusammenhang gerissen werden. Wenn er von Geduld spricht, dann meint er damit ihn und seine Teams, die mehr Geduld brauchen, nicht uns Spieler.
Es ist kompliziert. Tony und Todd sind die treibenden Kräfte des PU und wollen natürlich auch diesen Teil weiterentwickeln und den Spielern etwas bieten, aber sie müssen mehr oder weniger konsequent in die Bittstellung für die nächsten Entwicklungsschritte gehen, weil der Fokus auf Squadron 42 liegt. Die Antwort ist dann meist, dass sie das Feature oder die Karriere oder was auch immer gewünscht wird haben können, aber in einem vom Squadron 42-Team vorgegebenen Zeitfenster oder Zielkorridor. Soll heißen, Todd ist hier in diesem Interview sehr offen und geht mit uns, der Community, sehr offen mit dieser Veränderung um. Und Jared sagt auch, dass er das absolut zu schätzen weiß. Aber er bittet uns, wenn wir online darüber sprechen, den gesamten Kontext mit einzubeziehen und nicht nur eine Zeile oder eine halbe Zeile zu nehmen und damit irgendwo anders Alarm zu schlagen. Unter dem Strich, die Arbeit an Star Citizen wird gemacht. Und es ist nur so, dass Dinge, die in das PU einfließen, heute weniger langfristig planbar sind. Übergreifend denkt Todd aber, dass im Laufe der Zeit die Entwicklung wieder schneller vorangehen wird, wenn sich die Teams und die neuen Prozesse eingeschwungen haben. Mit der neuen Roadmap, die auf ein kompletteres Gameplay abzielt als früher in der Roadmap und somit weniger Inhalte pro Patch geliefert werden, können die Spieler mehr Verbesserungen bei der Lebensqualität, also der Quality of Life, erwarten. Das heißt also mehr Verbesserungen in der Handhabung, einfacher, übersichtlicher und so weiter, Quality of Life Aspekte. Allgemeine Antwort: CRG ist ständig bemüht, die Quality of Life Aspekte zu verbessern. Das ist etwas, was CRG seit mehreren Patches oder mehreren Jahren, verbessert sich Todd, versucht. Und es hängt immer davon ab, was das Team gerade macht. Das heißt, weil CRG ungefähr 50 verschiedene Feature-Teams und Content-Teams hat, es hängt wirklich davon ab, was jedes Team gerade macht. Wenn sie mit irgendeinem Feature oder einer Veröffentlichung zu tun haben oder wenn sie gerade dabei sind, etwas zu bauen, dann ist es viel einfacher für sie hineinzugehen und eine ganze Menge an Quality of Life zu verbessern. Darüber hinaus hängt es aber auch davon ab, wie kompliziert die jeweilige Verbesserung ist. Beispiel: CRG weiß, dass die Star Map kaputt ist. CRG weiß, dass die Star Map in Arbeit ist und dass sie für das Team die oberste Priorität für Squadron 42 hat. Und von dort aus wird sie dann in das PU einfließen. Es gibt also Dinge wie diese, die komplizierter sind, als wir das vielleicht wahrnehmen. Und CRG versucht, sie so gut wie möglich zu beheben, diese Fehler. Aber ein Teil davon ist, dass CRG weiß, dass es bestimmte Features gibt, die einfach eine komplette Überarbeitung brauchen. Aber auch hier hängt es von den neuen Prozessen und Prioritäten ab, wie zuvor skizziert. Squadron 42 first. Zur Überbrückung konzentriert man sich dann auf andere Dinge, behebt Probleme bei Schiffen, mit der Beleuchtung oder der Sicht. CRG hat eine lange Liste mit Dingen, die erledigt werden müssen, und in jedem Quartal versuchen die Teams, diese durchzugehen und zu beheben. Ist Reworking, die Überarbeitung von bereits enthaltenen Objekten und Elementen in der Spielentwicklung, normal oder ist sie in Star Citizen etwas Besonderes? Das hängt von verschiedenen Dingen ab. Bei der normalen Spielentwicklung hat man normalerweise nur einen Versuch. Man arbeitet sich komplett durch das Projekt durch und oft, wenn man die Alpha-Phase erreicht hat und das Spiel dann der Fertigstellung entgegengeht, gibt es diese Momente, in denen einem der Kragen platzt und man feststellt, ach, diese Sache, die muss noch wirklich aufgeräumt werden oder diese Sache muss neu aufgebaut werden. Kommt, lass uns das so schnell wie möglich neu aufbauen oder wir fixen das schnell mit Spucke und Kaugummi. So, im übertragenen Sinne. CRG dem entgegen befindet sich in einer ganz besonderen Situation. Es gibt bestimmte Dinge, die schon vor langer Zeit erstellt und veröffentlicht wurden und jetzt, wo sie ein größeres Universum haben, werden diese Bestandteile aktualisiert. Zum Beispiel das Quantum Travel HUD, Setup Display und andere Dinge, die auf ein anderes HUD umgestellt werden. Und das zu reparieren und oder zu aktualisieren, wird viele der Quantum Travel Probleme beheben, die CRG aktuell hat. Von daher gibt es noch andere Dinge, die andere Teams mit höheren Prioritäten haben, die für Squadron 42 oder für das PU benötigt werden, die diesen Dingen oft im Weg stehen, weil CRG in einem Live-Spiel am offenen Herzen arbeitet.
Zu jedem Quartalsrelease haben sie davor 6 Wochen intensive Arbeit, dann 6 Wochen Bugfixing. Parallel versuchen sie, Inhalte und Programmcode zu stabilisieren, aber gleichzeitig hat man Live-Must-Fixes oder Evocati-Miss-Fixes oder PTU-Must-Fixes, die reinkommen, plus Quality-of-Life-Verbesserungen. Es ist eine Art Stotterschritt vor, zurück, links und rechts, der im Gegensatz zur traditionellen Spielentwicklung passiert, wo man ganz anders als bei CRG in die Alpha-Phase kommt und dann hofft, dass alles funktioniert. Und dann, zwischen Alpha, Beta und der finalen Veröffentlichung, sieht man oft das in der regulären Spieleentwicklung, was Todd als Crunch bezeichnen würde. Denn oft sind eben diese Builds nicht in dem Zustand, in dem man sie haben möchte. Deshalb muss das dann in einem sehr kurzen Zeitraum in Ordnung gebracht werden. Und das ist der schwierige Teil. Was zum Teufel hat es mit dem Coffeeshop-Verkäufer, mit dem Coffeeshop-Vendor auf sich? Von all den Dingen, die als vorrangig eingestuft wurden, ist das eine Vorbereitung auf etwas Wesentlicheres? Aus der Sicht der Community scheint es nur ein neu gestalteter Barkeeper zu sein. Ja, das ist es tatsächlich, oberflächlich betrachtet. Im Grunde war dies eine der ersten Aufgaben eines Junior-Designers von CIG. Er kam ins Unternehmen und hat dann daran gearbeitet, und das war ungefähr zu der Zeit, als die KI-Teams zu Squadron 42 überwechselten und sich im Grunde mit anderen Features beschäftigten. Dieser arme Kerl und das KI-Team oder das Content-KI-Team arbeiteten daran und wurden im Grunde genommen hin und her geschoben und mit anderen Dingen betraut. Aber im Grunde genommen ging es um die Variantenerstellung des Verkäufer-NPCs. Und so wird es verschiedene Reskins des Barkeepers geben. In Wahrheit wollte Todd eher in Richtung eines Schwarzmarkthändlers arbeiten, jemanden, der euch etwas verkaufen kann. Zumindest für den Schwarzmarkt hält er es nicht für richtig, dass die Spieler etwas an einem Kiosk-Terminal verkaufen und nicht an eine Person. Es fehlt dieses Persönliche. Der Coffeeshop-Vendor geht also in diese Richtung, und dafür gab es nicht nur eine neue Skin, sondern auch einige Programmcode-Änderungen, die unter der Oberfläche vorgenommen wurden. Werden die Preise für Gegenstände, die an Händler verkauft werden können, variieren, wenn mehr Leute diese Gegenstände verkaufen, oder wird es feste Preise für jeden einzelnen gefundenen Gegenstand geben? Im Moment sind diese Preise noch fest, also statisch. In der Zukunft wird CRG eine Variabilität hinzufügen, die auf Abnutzung und Verschleiß basiert und wie viele Gegenstände das Geschäft tatsächlich auf Lager hat und so weiter. Gab es in Bezug auf die Flüsse, die in 3.17 enthalten sind, in letzter Zeit irgendwelche breiteren Diskussionen oder irgendetwas in der Entwicklung in diesem Jahr darüber, welche Gameplay-Mechanismen Flüsse und Wasser bieten können? Nun, es hat Gespräche gegeben, ja. Der Schmutz, der sich ansammelt, oder das Material, das sich ansammelt, das ist wie bei Frost, den man auf dem Visier oder auf der Rüstung sieht. Aber CRG muss Frost auch auf Waffen bekommen und auf Rucksäcke und so weiter. Großer Aufwand. Und in etwa dieselbe Richtung möchte man mit Schlamm auf Schiffen oder dem Spieler gehen. Und dann gibt es Schwimmen als Gameplay-Mechanik. Nur leider ist es nur so, dass das Schwimmen im Moment kein Fokus für Squadron 42 ist. Sonst hätte CRG vielleicht das bereits in Arbeit. Und dann konzentrieren sie sich immer noch darauf, andere Kernkarrieren im Gameplay zu realisieren, anstatt also so etwas wie Angeln oder Ähnliches zu machen, auch wenn Todd das Angeln-Gameplay lieben würde. Aber er hat das Gefühl, dass Star Citizen zuerst die Kernspielkarrieren braucht, bevor sie anfangen, sich mit solchen kleineren Sub-Elementen zu beschäftigen. Gibt es Neuigkeiten über die Umsetzung von Quantum? Yep, Todd hat am Tag der Live-Show mit Tony darüber gesprochen. Sie planen also immer noch, dass Quantum in Alpha 3.17 den Preis für 3 Waren diktiert. Reparaturen, Materialien, Quantum Fuel und Hydrogen Fuel und wo Service Beacons auftreten und den Preis und dann 3 Wahrscheinlichkeitsvolumina-Tags, Piraterie, Security und Fracht, an etwa 1 Dutzend Orte. Auf diese Weise wird also die erste Iteration von Quantum in Alpha 3.17 eingefügt, und von da an wird jedes Quartal darauf aufbauen, es angepasst und erweitert, Schritt für Schritt.
Wie lange dauert es noch, bis man in Kiosk-Terminals die Warenlisten besser filtern können wird, sodass man besser informiert einkaufen kann? Ist die Auflistung jeder einzelnen Farbe eines bestimmten Rüstungsteils beispielsweise ein effizienter Weg, um alles kurz und prägnant darzustellen? Nun, das Wichtigste zuerst, CRG hat ein komplettes Rebalancing dessen vorgenommen, was tatsächlich in den Läden verkauft wird. Und sie haben tatsächlich eine Menge der Objekte, der verkauften Objekte, aus den Shops herausgenommen. Diese herausgenommenen Dinge werden also nicht mehr in den Shops zu kaufen sein, sondern in Loot-Containern zu finden sein. Wo wir also 20 oder 30 Rüstungen in denselben Farben oder in verschiedenen Farbvarianten in den Shops bekamen, solltet ihr jetzt einen viel kleineren Bestand sehen. Und dann weiß CIG, dass es Code-Überarbeitungen und Anpassungen an der aktuellen Benutzeroberfläche geben muss. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie CIG es anpassen und sicherstellen kann, dass es benutzerfreundlicher ist. Es ist nur so, dass sie momentan andere, höhere Prioritäten haben, an denen das Team arbeitet, wie zum Beispiel Physicalized Cargo, also physische Fracht und andere Dinge, an denen Tony arbeitet. Stichwort Physicalized Cargo. Die Möglichkeit, gestohlene Schiffsladungen zu verkaufen oder sogar darauf zuzugreifen. Kannst du uns was dazu sagen? Ist dafür der Refactor, die Überarbeitung für Physicalized Cargo erforderlich? Ja, das erfordert genau diesen Refactor des Physicalized Cargo. Sobald das in die Gänge kommt, sollten die Spieler in der Lage sein, mit den Ladungen im Frachtraum zu interagieren, sie aufzuheben, anzupassen, zu stehlen und so weiter. Wenn man Schiffe in die Luft jagt, wird das richtige Schiffsinventar dann herausfliegen, fallen, springen und dann kann man es aufklauben und wieder verschwinden. Gibt es neue Missionsinhalte für 3.17? Vielleicht für einen Sub-Patch, aber nicht für die Erstveröffentlichung. Die Teams konzentrieren sich darauf, das herauszubringen, was Todd Verbs nennt. Verben, wie zum Beispiel Deliver oder Attack, also Lieferung oder Angreifen, Defense, Verteidigung und so weiter. Ergo, so verstehe ich es, kategorisierte Spielaktionselemente, Verbs. Sie haben eine Liste von Verbs und jedes Mal, wenn Sie eines dieser Verbs bauen, braucht CIG eine Weile, um die dafür benötigte Technologie zu entwickeln und dann die erste modulare Iteration zu bauen, um sie dann an den Orten zu implementieren, wo sie benötigt werden. Im Moment arbeitet also ein Team von CIG in Montreal an Dingen, die CIG wahrscheinlich schon bald in einer ihrer Veröffentlichungen dann präsentieren wird. Und dann konzentrieren sich die Teams in Europa im Moment natürlich darauf, Pyro zum Laufen zu bringen, Inhalte dafür zu bauen und sicherzustellen, dass, wenn CRG Pyro veröffentlicht, es auch wirklich solide ist und funktioniert. Die Raumstation, Planeten, Monde, Außenposten und alles andere. Und da gibt es noch einiges zu tun. Ist das Scannen von Asteroiden repariert worden? CRG hat dafür einen Fix geschrieben. Jetzt müssen sie prüfen, ob sie weitere Korrekturen vornehmen müssen. Aber im Grunde genommen muss einiges dieser Elemente, wie unter anderem das Asteroidenscannen, funktionieren, bis das Server-Meshing online geht. Aber ja, CRG hat einen Fix geschrieben und damit ist das Scannen von Asteroiden vorerst wieder funktionabel. Werden Spieler und oder NPCs zum Start in der Lage sein, Refuel-Beacons auszusenden, auf die Besitzer von Starfarer reagieren können, oder wird das in späteren Versionen hinzugefügt werden? Im Moment wird es in späteren Versionen sein. Das ist etwas, von dem CRG weiß, dass sie es aktualisieren müssen und sie müssen diese Art und Weise anpassen, wie sie ihre Service-Beacons erstellen, zumindest von einem UI-Standpunkt aus. Und dann von dort aus werden wir Spieler dann auch in der Lage sein, das Tanken hinzuzufügen. Die Sync-Verbesserungen. Die Evocati bemerken einige spürbare Verbesserungen bei der Synchronisation in-game. Was kannst du uns darüber sagen, was derzeit passiert, warum es passiert und wie es passiert? Todd hat mit Dave Coulson darüber gesprochen. Das Problem ist oder war eine Desynchronisation in der Zeit, nicht in der Position. Im Grunde genommen funktioniert es so: Je mehr man sich bewegt, desto größer ist der Desync. Und das wurde wirklich gemacht, um die Bewegung der Schiffe zu glätten und sicherzustellen, dass die Dinge nicht einfach überall herumjittern, herumflattern. Was CRG also getan hat, ist, sie haben diesen Aspekt ausgetauscht und den Fokus auf die Zeitsynchronisation gelegt, anstatt auf die Positionssynchronisation. Das könnte aber dazu führen, dass die Schiffe nun mehr jittern, ruckeln.
Jetzt müssen Sie sich ansehen, wie gut oder schlecht diese Kompromisslösung ist und ob das wirklich so bleibt oder ob Sie einen anderen Weg einschlagen müssen. Aber egal, was passiert, CRG wird sich immer weiter um eine Lösung bemühen, solange es ein Problem ist und ihr das Gefühl habt, dass es ein Problem ist. Es könnte also sein, dass es in Zukunft eine Art Mischung zwischen der Position und der Zeit ist, sodass man ein kleines Jittern bekommt. Aber das ist etwas, das Dave und das Team sich ansehen werden und schauen, wie sie es noch besser machen können. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass noch viele andere Faktoren bei dieser Desync-Problematik eine Rolle spielen. Die Geschwindigkeit des Spieler-PCs, die Geschwindigkeit seiner Internetverbindung, die Framerate des Servers und so weiter. Wenn CRG die späteren PTU-Wellen ausrollt, erst dann wird sich zeigen, wie gut diese Übergangslösung tatsächlich ist. Nichtsdestotrotz ist es ein Schritt in die richtige Richtung. Vorsichtiger Optimismus ist das, was Jared im Moment empfiehlt. Bei dieser Gelegenheit erinnert er uns daran, dass es übrigens keinen Lichtschalter geben wird. Es wird nicht der Tag kommen, an dem das Servermeshing eingeschaltet wird und alles toll ist. Es wird wahrscheinlich eher so sein, dass CRG es einschaltet und alles kaputt ist. Und dann müssen sie es reparieren und anpassen und solche Sachen. Aber es wird weiterhin überarbeitet, verfeinert und angepasst werden, wie alles andere auch. Also haltet euch mit euren Erwartungen bedeckt. Im Inside Star Citizen wurde erwähnt, dass die Flüsse nur ein paar Klicks und ein paar Optimierungen erfordern. Warum bekommen wir nur einen einzigen Fluss? Sollten wir mit jedem Patch mehr Flüsse erwarten oder werden sie jetzt, wo wir einen haben, die nächsten Flüsse auf die lange Bank schieben? Nun, ein Teil der Flussthematik ist, Will hat im Grunde einen Programmcode ausgearbeitet und dann gab es andere Dinge, die vom visuellen Standpunkt aus angepasst und ausgearbeitet werden mussten, die jetzt erst in der Fertigstellung sind. Insofern gibt es jetzt erstmal nur einen Fluss. Den Fluss ohne Namen, wobei Todd vorschlägt, den Fluss Will zu nennen. Und in späteren Patches wird es dann mehr Flüsse und auch Flüsse auf anderen Planeten geben, eben dort, wo es Sinn macht. Aber es war eben auch so, dass das Planetenteam nicht händeringend auf die Flusstech gewartet hat, sondern sich um andere Dinge gekümmert hat. Aber tatsächlich hat CRG Anfang Februar grünes Licht für die Rivertech gegeben. Und dann gab es natürlich wenig Zeit für die Teams, noch Anpassungen vorzunehmen. In den folgenden Patches aber, 3.18 oder spätestens 3.19, wird es mehr Flüsse im Verse geben. Und damit kommen wir zur letzten Frage dieses Star Citizen Live. Wie ist es als Live-Game Director in der Position zu sein, kritische Entscheidungen darüber zu treffen, was es in eine Veröffentlichung schaffen kann und was nicht? Wie wirkt sich das Feedback aus der Community auf deinen beruflichen Alltag oder dein Umfeld aus? Für Todd hat er nur den Titel Live Game Director. Aber bei CRG gibt es mehrere Game Directors innerhalb des Unternehmens. Tony, Todd, Rich, Nick und so weiter. Todd ist der Meinung, dass jeder Director für sein Team verantwortlich ist und sicherstellt, dass sein Team seine Arbeit so gut wie möglich macht und dass die Features, die herauskommen, so gut sind, wie sie nur sein können. Wenn CRG also in diese Go-No-Go-Runden geht, dann sind es Tony oder Aaron oder Todd. Und wenn es eines von Todds Teams ist, dann hat er vorher die Besprechungen mit seinen Teams und stellt sicher, dass alle Features bereit sind zur Implementierung. Wenn sie nicht einsatzbereit sind, sagt er Chris und Aaron warum und sie führen diese schwierigen Diskussionen. Aber jedes Team hat einen Director, der ihm zugeordnet ist. Todd geht allerdings für viele Teams in diese Diskussionsrunden rein. Dann schaut er sich die Arbeitsergebnisse an und stellt sicher, dass es das trifft, was er denkt, dass es vom Standpunkt des Spielers aus getroffen werden muss. Das Aussehen und das Gefühl, ob irgendwelche Edge Cases, also Grenzfälle, Extremfälle bedacht wurden, wie zum Beispiel, ob es andere Features gibt, die im Zusammenhang mit anderen wiederum bedacht oder realisiert werden müssen, wie viele Fehler noch übrig sind, wie es sich insgesamt anfühlt, ob es sich gut anfühlt oder ob es sich ein bisschen unfertig anfühlt. Aber im Grunde genommen erwartet das Top-Management, dass die Leads und die Project-Owner, die daran arbeiten, die ersten Leute sind, die sagen, jawohl, wir sind zufrieden damit, wir sind stolz darauf, das Feature herauszubringen. Und von dort ausgehend wird dann die Go-No-Go-Entscheidung getroffen. Wenn Tony sich also etwas ansieht, vertraut Todd ihm, dass er es sich ansieht und es fertigstellt. Wenn sie also in Live-Besprechungen oder Live-Release-Besprechungen gehen, dann ist er da, er ist anwesend, er sieht es sich an und stellt sicher, dass es gut ist. Wenn wir über Dinge wie Arena Commander oder Star Marine oder Theaters of War sprechen, dann ist das Sean Tracy, der ist da.
Er ist da. Er ist bei diesen Live-Release-Meetings dabei. Er stellt sicher, dass es gut aussieht und ob es irgendwelche Fehler gibt, die behoben werden müssen und dergleichen. Er meldet das und Todd macht das genau entsprechend für seine Features und seine Teams. Todd ist sozusagen der Ansprechpartner, wenn die Dinge nicht gut aussehen oder sich nicht gut anfühlen. Und dann kümmert er sich um diese Teams und findet heraus, was sie verändern, anpassen, verbessern können. Und das ist dann sozusagen seine Live-Game-Director-Rolle. Und ein anderes Mal ist er nur Game Director. Im Grunde wollte CRG nicht zwei Star Citizen Game Director Positionen haben, also hat Tony den Star Citizen Game Director Titel und Todd hat den Star Citizen Live Game Director Titel. Die Trennung ist, Tony konzentriert sich mehr auf die Technik, während Todd sich mehr auf das Aussehen und das Spielgefühl konzentriert. Und was die Zusammenarbeit mit der Community und den Umgang mit solchen Dingen angeht, so findet Todd diese Verzahnung bei der Entwicklung von Star Citizen genial. Bei anderen Spielen bekommt man dieses Feedback oft erst ganz am Ende und man hofft und betet, dass sie es richtig gemacht haben und dass sie die Vorstellungen und Erwartungen der Community getroffen haben. Todd erklärt, dass er garantieren kann, dass jeder Game Director und jeder Verantwortliche, wenn die Kritiken veröffentlicht werden, wenn das Spiel Goldstatus erreicht und die Tests erscheinen, dass sie Angstschweiß auf der Stirn haben, weil man nie weiß, was auf dem Markt passiert. Aber diese offene Entwicklung von Star Citizen erlaubt es CRG, alles auszuprobieren und zu sehen, ob und wie jeder einzelne Teil funktioniert, was nicht funktioniert. Und Todd arbeitet ständig mit Bayer und dem Community-Team, ihrem Live-Produktionsteam, um sich die Fehler anzuschauen, die sie haben, um diese zu sortieren, durchzugehen, zu analysieren, was die Spieler wirklich begeistert hat und was nicht so gut ankommt, wie es nach Meinung von CRG ankommen sollte. Und dann gehen sie zurück zu den Teams und sprechen über die Erkenntnisse und finden heraus, wie sie es anpassen können. Aber das ist der Teil, den Todd mag. Normalerweise arbeitet man bei Spielen an etwas und dann macht man einen Fokustest. Und oft bringt man Leute von außerhalb mit, sitzt da und sieht diesen Menschen dann beim Spielen seines Produktes zu. Man sieht ihn über die Schulter und denkt sich, warum macht er nicht das? Und warum kann er das nicht sehen? Das Persistent Universe ist CRGs Art des Fokustests. Es ist gut für die Entwicklung, es ist echtes, ehrliches und direktes Feedback. Manchmal schmerzt es auch, gar keine Frage, aber dann wiederum sieht man sich einen Teil an und denkt sich, wie konnten wir das nur übersehen? Und solche Momente tragen dazu bei, das Spiel besser zu machen. Und darum geht es, Todd, das Spiel so gut zu machen, wie es nur geht. Und Jared lacht und sagt, wie konnte CRG nicht wissen, dass Spieler andere Spieler in den Green Zones mit Drogen zupumpen? Wie konnte CRG das nicht wissen? Ganz genau, sagt Todd. Sie wussten nicht, dass Jumptown 1 so interessant sein würde. Aber es ist fesselnd. Für Todd macht es Spaß und ist interessant, zumindest vom Standpunkt seiner Karriere aus gesehen. Das ist so anders als all die anderen Sachen, an denen er in der Vergangenheit gearbeitet hat. Und so ist jeder Tag ein neues, CRG nennt es, ein neues Feuer. Für Todd ist das der spaßige Teil. Er liebt es, mit dem Team zu entwickeln und Probleme zu lösen und diese Erfahrung zu sammeln. Diese Erfahrung der offenen Entwicklung zu machen. Es ist neu, es ist frisch. Es ist nicht für jeden etwas. Aber er liebt diese Herausforderung und er mag es, wenn man ihm sagt, das kannst du nicht machen. Und dann sagt er sich, wir werden es trotzdem machen. Am Ende der Sendung fragt Jared Todd, ob er sicher ist, dass das Tragen seines Salty Crew Shirts kein Hinweis auf kommende Angelspiele ist. Nein, antwortet Todd. Es ist etwas, das zumindest für ihn persönlich sehr entspannend ist, das Angeln. Sein Vater und er haben geangelt, als er jünger war, und er angelt auch mit seinen Kindern, wenn er die Zeit dafür findet. Es ist etwas, das super entspannend ist, und er war in Florida und hat das Shirt gesehen und dachte sich, alles klar, das muss ich haben. Jared hakt nach und sagt dann, angeln also in Alpha 318? 319? Nein, nein, sagt Todd, aber versuch es ruhig weiter. Fishing in 318 then? No. 319? Keep on trying. Keep trying. All right. Und damit sind wir durch mit diesem sehr, sehr interessanten Star Citizen Live, wie ich finde, sehr spannend, auch zu verstehen, warum diese Änderungen der Roadmap quasi notwendig sind, warum wir nicht mehr so weit in die Zukunft gucken können, weil
wie wir es erfahren haben, eben der Fokus bei Squadron 42 liegt, und zwar ein ganz mächtiger Fokus, und die Star Citizen-Entwicklung überhaupt nicht mehr das zentrale Thema ist, sondern die kriegen nur noch, ja, die Reste will ich nicht sagen, aber die bekommen das ab, was das Squadron 42-Team fertiggestellt hat, bauen das dann um, sodass es fürs PU funktioniert, aber das Leittier, der Leitwolf, die Priorität hat Squadron 42, und für mich war das ein ganz, ganz großer Aha-Effekt, dieses Star Citizen Live, und ich hoffe, dass auch ihr einen solchen Aha-Effekt hattet. Und ja, würde mich freuen, wenn es mal wieder Beschwerden gibt über die Roadmap, dass Dinge rausfallen und dass früher alles toller war, dass ihr dieses Star Citizen Live dann auch als Erklärung entsprechend hinzuziehen könnt. Ich fand es sehr, sehr wichtig und hoffe, dass es viele Bäcker gesehen und verstanden haben. Dann Haken dran und wir gehen jetzt weiter in die Übersetzung des aktuellen Inside Star Citizen. Hey y'all, Space Dad here. Hallo zusammen, hier ist Space Dad. Das Feedback der Community zu verarbeiten, während wir uns mitten in der Entwicklung befinden, ist eine monumentale Aufgabe. Es ist kein Geheimnis, dass die Star Citizen Community keinen Mangel an Meinungen hat, und unsere unermüdlichen Bemühungen, das PU auf allen Ebenen zu testen, von Evocati über PTU bis hin zur Live-Alpha-Umgebung, erfordern mehrere Initiativen, um sicherzustellen, dass wertvolles Feedback richtig aufgenommen wird, sei es von den Entwicklern selbst, die ihre Zeit in Spectrum, Reddit, Twitch und YouTube verbringen, bis hin zu CIGs wachsendem Community-Team und Leuten wie Ulf, Jake, Tamara, Christian und anderen. Als Teil von CIGs fortlaufenden Bemühungen, das sprichwörtliche Rampenlicht auf die Leute zu richten, die in den traditionellen Spielentwicklungsbereichen nicht oft gesehen oder gehört werden, ändert Jared diese Woche das ISC Origins-Format, um einen Blick auf ein ganzes Team zu werfen, von dem die Leute außerhalb der Evocati vielleicht noch nicht einmal wissen, dass es existiert, dem Sammeln, Verarbeiten, Interpretieren und vor allem dem Testen des Feedbacks gewidmet sind, bevor es an die CIG-Entwickler für mögliche Maßnahmen weitergegeben wird. Erlaubt also Jared, uns das Team für die Spielerfahrungen offiziell vorzustellen, das Player Experience Team. Im Player Experience sind wir im Grunde eine der vielen Stimmen der Spieler. Der Grund, warum ein Spielerfahrungsteam so wichtig ist, liegt darin, dass es im Gegensatz zu anderen Teams das Feedback der Community aufnimmt, versucht, die Fehler zu verstehen, mit denen das PU zu kämpfen hat. Und wir nutzen das, um das Spiel zu verbessern. Ein Tag im Leben des Player Experience Teams ist völlig anders. Wir wissen fast nie genau, was wir an einem Tag tun werden. Wir sind sowas wie die Spätschicht hier. Wir beginnen unseren Tag um 14 Uhr, damit wir mit den Spielern spielen können, wenn die Builds veröffentlicht werden. Darüber hinaus kann unser Tag aus der Überprüfung von neuen Features bestehen. Wir gehen in den Issue Council und sehen nach, welche Fehler in den letzten Builds gemeldet worden sind. Eines unserer Hauptziele ist, diese Probleme aus dem Issue Council zu nehmen und zu sehen, ob wir sie im Spiel nachvollziehen können. Manchmal bekommen wir auch sogenannte QATRs, Qualitätssicherungstestanfragen von den Entwicklern. Wir berichten über diese Fehler und sagen den Entwicklern, was wir herausgefunden haben, wie wir zu den Fehlern gekommen sind, was nicht funktioniert hat und was funktioniert hat. Und wir probieren alle möglichen verrückten und interessanten Wege aus, um Fehler zu provozieren. Wir sind das Bindeglied zwischen den Spielern und den Entwicklern und arbeiten mit dem Community-Team zusammen, um sicherzustellen, dass euer Feedback hier gehört wird. Es gibt die traditionelle Qualitätssicherung und die Live-Qualitätssicherung des Player-Experience-Teams. Die traditionelle QA kümmert sich um die Upstream-Features, die gerade entwickelt werden, während Player-Experience die Dinge aus der Sicht der Spieler anpackt, indem wir versuchen, das zu tun, was ein Spieler tun würde, um zu versuchen, die Probleme auf eine Art und Weise zu lösen, die die QA der Entwickler wahrscheinlich nicht reproduzieren könnte. Einige von uns werfen einen Blick in die Spezialgebiete des Spiels, so wie ich mich auf das Medical Gameplay konzentriere, damit ich die Besonderheiten des Spiels erkennen kann. Ich konzentriere einen Großteil meiner Zeit auf die Themen Mining und Handel. Andere Teammitglieder lieben das Dogfight, manche lieben FPS-Kämpfe oder Missionen oder Bounty Hunting. Es ist alles dabei. Wir haben also eine große Bandbreite und wir haben Spaß daran, das zu tun, was uns Spaß macht.
Ich denke, das Wichtigste ist, was ich den Bäckern über unsere Arbeit und unser Team sagen möchte, ist, dass euer Feedback hier ankommt. Unser Team besteht eigentlich aus vielen Bäckern. Das hilft mir dabei, mich in eure Lage zu versetzen, anstatt nur auf die Daten zu schauen und eine Entscheidung auf der Grundlage dieser Daten zu treffen und nicht unbedingt auf der Grundlage des Spiels. Wisst ihr, ein Witz, der im Team oft gemacht wird, ist, dass es einfacher ist, Qualitätssicherung zu lernen als Star Citizen. Also, ich hatte schon meine Lieblingsfehler, die ich behoben haben wollte. Ich wusste schon, wie der Issue Council funktioniert. Ich denke, es ist wichtig, dass die Spieler wissen, dass wir Probleme sehen. Wir sehen den Issue Council, wir haben einige automatisierte Systeme und manchmal meldet der Issue Council vielleicht, dass es kein Fehler ist, aber wir verfolgen es dennoch und sind uns aller Details bewusst. Wir gehen manuell durch die Tickets und öffnen sie und wir wollen uns darum kümmern, dass die Bugs zur Behebung in die Hände der Entwickler kommen. Ich bin nicht der Grund, warum dein Schiff genervt wurde. Ich könnte sogar ein bisschen dafür verantwortlich sein. Pack das bitte nicht ins Video. Ich weiß, dass die Aries Ion schon einmal erwähnt wurde. Wenn wir Änderungen an Schiffen vornehmen wollen, ist das ein sehr komplexer Prozess mit vielen Entscheidungsträgern. Wir nehmen die Anliegen der Spieler auf und bringen sie den Entwicklern nahe. Im Grunde genommen sind wir also nur die Boten. Ich war es nicht. Wenn es eine Sache gibt, die ihr wissen solltet, dann ist es die, dass wir alle sehr leidenschaftlich sind, wenn es darum geht, wie dieses Projekt geführt wird, weil wir absolut an das Projekt glauben und es lieben. Durch die Interaktion mit einer sehr engagierten Community erhalten wir viele Einblicke in das, was das Spiel sein soll und was die Community sich darunter vorstellt. Letztendlich ist es die Community, die das Spiel unterstützt und die das Spiel spielen. Und wir machen ein Spiel, damit die Leute es spielen und Spaß haben. Und das ist meiner Meinung nach das Wichtigste. Die Spieler stehen im Mittelpunkt des Star Citizen-Erlebnisses, sowohl draußen bei euch als auch bei CIG. Und im Fall des Player Experience Teams sind es oft dieselben Leute, die von draußen nach drinnen wechseln. Aber nun ist es an der Zeit für einen weiteren Sprint-Report. Also, los geht's. Beginnen wir mit den neuen Undock-Bereichen, die für die Hightech-Raumstationen wie August Dunno im Orbit über den Planeten Crusader geschaffen wurden. Obwohl das Andocken schon vor einiger Zeit implementiert wurde, mussten noch einige Raumstationen in ihren jeweiligen Archetypen umgerüstet, umgebaut werden, um das Andocken an allen Stationen des Stanton-Systems zu ermöglichen. Als nächstes sehen wir uns die Drake Corsair in ihrer Greybox-Phase an, die das Innere des Speise- und Aufenthaltsraums zeigt, der sich an dem orientiert, was ihr vielleicht schon von der Drake Caterpillar kennt. Außerdem gibt es das Cockpit, in dem die Piloten die meiste Zeit verbringen, und einen Blick auf das Armaturenboard aus der Nähe und schließlich einen Blick auf die Sicht der Piloten. Wir werfen auch einen Blick auf die Drake Vulture, die sich gerade in der Endphase der Farbgestaltung befindet und für die es schon einige Bilder gibt. Machen wir uns ein Social Media Quiz in den Kommentaren. Welches ist dein Favorit? 1, 2, 3 oder 4? Von den brandneuen Schiffen bis hin zu solchen, die schon bessere Tage gesehen haben, werfen wir einen weiteren Blick auf die Entwicklung der kommenden Reclaimer-Wracks. Im Rahmen der Arbeit des CRG-Teams in Montreal werden die meisten Wracks in eine der drei Kategorien fallen: alt, neu und bewohnt. Bei den bewohnten Wracks sehen wir hier die ersten Arbeiten an den Wohnmodulen, die sowohl außerhalb als auch innerhalb der Wracks zu finden sein werden. Es wird auch daran gearbeitet, dass der Objektcontainer, in dem sich das Wrack befindet, Biominformationen von dem Ort erhält, an dem es dynamisch gespawnt wird. Das heißt, wenn es im Schnee gespawnt wird, bekommt es eine Schneedecke oder in diesem Fall Efeu und generell Pflanzenbewuchs. Auch baut das Team eine neue Bibliothek von Shadern für verschiedene Zustände des Verfalls auf. Wenn das alles zusammenkommt, kann CRG eine größere Vielfalt an interessanten Orten erstellen und neue Missionsgebiete spawnen, sobald man einen entsprechenden Auftrag annimmt, die dann alle dynamisch platziert und nach Bedarf ausgestaltet werden. Bevor wir weitermachen, noch ein kurzer Blick auf die bewohnbaren Innenräume, die derzeit erstellt werden.
Und zu guter Letzt werfen wir einen Blick auf die aktuellen Fortschritte bei den visuellen Effekten des Handheld Salvage Beams, über den wir letzte Woche im Star Citizen Live mit Mike Snowden mehr erfahren konnten. Es ist wichtig zu betonen, dass der Effekt, den ihr hier seht, nicht final ist. Und das ist nur ein Demo-Beispiel für die verwendeten Grafiken. Jared hofft, dass wir uns alle einig sind, dass es trotzdem verdammt cool aussieht. Seht euch nur mal an, wie die Partikel atomisiert, zerstäubt und aufgesaugt werden. Jared erzählt, dass er sich das 5 Minuten lang in Dauerschleife angesehen hat und total fasziniert war. Amanda, sagt er, lass uns die Musik wechseln und das Ganze ein bisschen ausklingen lassen. Ich sagte, wir wollen uns entspannen. Hört auf, mich zu ärgern. There we go. Geht doch. Natürlich werden wir im nächsten Quartal mehr über das Salvaging von Schiffen und Handhelds erfahren, bevor alles seinen Weg ins PU findet. Was haben wir also diese Woche gelernt, fragt er abschließend. Wir haben gelernt, dass es eine ganze Menge braucht, um mit der riesigen Menge an Feedback der Spieler und Spielerinnen Schritt zu halten. Die Entwickler, das Community-Team, das Team für die Spielerbeziehungen und viel mehr haben alle Hände voll zu tun, um das zu schaffen. Und Jared wird das Kundenservice und das Concierge-Team nicht unerwähnt lassen, denn auch sie haben es verdient, erwähnt zu werden. Ach ja, und dass sich die Wracks entwickeln und neue Spielmöglichkeiten durch alte und kaputte Raumschiffe entstehen und dass der Tag, an dem wir mit dem Salvage Handheld Beam Nachrichten für andere in den verlassenen Raumschiffen in die Wände schneiden können, das ist in greifbare Nähe gerückt. Tja, was werdet ihr als erstes schreiben, fragt er. Und damit verabschiedet er sich. Ja. Mal wieder ein ganz, ja, etwas anderes Inside Star Citizen. Ich fand das ganz spannend. Ich habe mich noch nie wirklich mit dem Player Experience Team beschäftigt und dass es vor allem aus ehemaligen Bäckern besteht. Klar, das sind die größten Fans, die kennen das Spiel in- und auswendig und warum auch nicht? Ja, man merkt ihnen die Leidenschaft an und den Spaß, dass sie mit ihrem Hobby quasi Geld verdienen, fand ich schön zu sehen. Und die Bilder natürlich auch wieder sehr beeindruckend. Ansonsten warten wir ab, was das Jahr uns bietet. Es wurde auch wieder in diesem Video erwähnt, das Server-Meshing. Es wurde im Star Citizen Live erwähnt. Es wird ständig erwähnt. Das ist die große, große, große Baustelle. Das große Kernelement, um einen riesigen Schritt in Richtung des finalen avisierten Spielerlebnisses dann zu gehen, zu tun, ja. Ansonsten, mein Fazit zum Star Citizen Live hatte ich ja schon gegeben. Also ich fand zum Beispiel auch noch spannend, ich glaube, das habe ich vorhin nicht erwähnt, dass Quantum jetzt tatsächlich in seiner allerersten Iteration implementiert wird und sie dann alle gucken, wie es funktioniert, wie es arbeitet. Das fand ich auch eine ganz, ganz spannende Information. Und wie gesagt, was ich vorhin schon erzählt hatte, diese ja, Aktivitäten hinter den Kulissen, auch welche Reibungspunkte es dort gibt und warum Star Citizen gefühlt im Moment langsamer in der Entwicklung vorankommt, warum wir nicht mehr so weit in die Zukunft gucken können, das fand ich sehr, 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 sehr interessant und es ist meines Erachtens auch vielleicht ein bisschen zu spät kommuniziert worden. Aber es ist gut, dass es kommuniziert wurde und ich finde es auch gut, dass sich jemand wie Todd Pepe, der ja auch für das Unternehmen steht, der ja wirklich genau eine Stufe unter Chris Roberts dort agiert, sich auch hinstellt und sich das ja, Herz fasst, den Mut hat, über diese Probleme zu sprechen. Und ich glaube, es nimmt einem, also aus der Community nimmt es CIG niemand übel, dass sie diese Probleme auch mal ansprechen, die sie dort haben, diese Reibungspunkte. Da wird es sicherlich irgendwelche Marketingleute geben, die wieder die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber ich bin sowieso kein Freund von Politik und Marketing-Sprech und habe lieber ein ehrliches Wort, damit ich weiß, woran ich bin. Und ich denke, das geht vielen Menschen so, die es einfach leid sind, ständig durch Worte manipuliert zu werden. Insofern war das eine ganz, ganz erfrischende Erfahrung,
Todd Pappys Star Citizen live einfach anzuhören, mitzuerleben und zu erfahren, was dort gerade bei Star Citizen, bei CRG einfach passiert. Und ich habe ein relativ gutes Gefühl und klar verstehen wir jetzt, warum es langsamer geht, wo die Stolpersteine liegen, aber es gibt mir auch das Gefühl, dass es nicht darum geht, wie in der Community ja auch immer mal wieder aufkommt, so Zeit zu schinden, in Anführungsstrichen, frei nach dem Motto, warum sollen wir es denn fertigstellen? Wir verdienen ja viel Geld. Nein, sie haben weiterhin den Fokus auf die Entwicklung. Sie wollen es gerne fertigstellen. Sie wollen jetzt aber auch unbedingt Squadron 42 rausbringen, um diese Baustelle endlich mal abzuschließen. Und ja, Star Citizen auf der einen Seite leidet da etwas drunter, auf der anderen Seite profitiert es auch davon, weil eben das, was dann ins Spiel kommt, eben fertiger ist als früher. Ja, dann bin ich mal gespannt, wohin die Reise geht. Am heutigen Freitag, an dem dieses Video hier rauskommt, da gibt es ein Star Citizen Live mit dem EUPU Feature Team, soweit ich weiß. Das werde ich dann im Laufe der nächsten Woche übersetzen und rausbringen, je nachdem, wie ich das schaffe, wie meine Zeit es erlaubt. Aber es interessiert mich schon, was dort erzählt wird. Schauen wir also mal. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, freue mich über eure Kommentare, eure Meinungen, eure Eindrücke, eure Gedanken in der Kommentarsektion dieses Videos. Und wer mehr über Star Citizen wissen möchte, wer regelmäßig informiert bleiben möchte, der schaut gerne rein beim guten PsychShot. Der streamt regelmäßig auf Twitch TV. Und bei Citgo gibt es jeden Samstag Diverse News mit einem allumfassenden Blick und einer Zusammenfassung über alles, was so gerade passiert im Verse, in der Community und so weiter. Auch seinen Kanal binde ich hier mit ein. Nicht zuletzt möchte ich mich ganz, ganz, ganz herzlich bedanken bei meinen Unterstützern auf tippi.com, die mich mit dem einen oder anderen Euro unterstützen für die viele Arbeit, die in diese Videos reinfließt. Und die mir es ermöglichen, diese Gelder zu verwenden, um mich als Sprecher weiterzuentwickeln. Ich bin stets am Basteln. Gerade die letzten Wochen werdet ihr vielleicht gehört haben, dass sich die Qualität immer wieder verändert, weil ich im Moment dabei bin, alles Mögliche auszuprobieren. Neue Setups, neue Hardware, ja, neue Einrichtungen in meiner Sprecherkabine, Sprachkabine. Ziel ist es, was ich letzte Woche schon erwähnte, dass ich hier eine Qualität hinkriege, um Hörbücher zumindest semi-professionell einzusprechen. Und ich denke, es könnte gut sein, dass ich den letzten Teil von Cassandras Tränen jetzt demnächst produziert bekomme. Haltet also die Augen offen auf www.sternenwanderer.org, wo ihr auch viele, viele andere Arbeiten findet, sowohl zum Nachlesen als auch zum Hören in Form von Podcasts, in Form von Hörbüchern, als auch hier auf meinem YouTube-Kanal. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche euch auf diesem Wege viel Spaß mit dem anstehenden Patch Alpha 3.17 und ein wunderschönes Wochenende. Bis zum nächsten Video. Tschüss.